Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir sind mittlerweile im Mech angekommen. Ich habe nur gerade ein bisschen Avalanche Schrott gelagert. Und mir kann keiner das Gegenteil beweisen. Genau, dafür sagen wir, sorgen wir jetzt. We got everything we need. So we're just waiting on you to make up your mind, 76. You ready to roll? Warnung, sobald du den Einbruch in Vault 79 mit den Raidern Crater startest, kannst du keine Quests mehr mit den Foundation-Siedlern fortsetzen. Alles klar. Jetzt kommt da auch mal die Meldung. Was hältst du von dem Überfall? Pretty good, 76. With your plans and the best damn crew I could ask for, I think we got a good shot at this. Sind alle anderen bereit? Lou's already setting up explosives at the vault entrance. Gale's always ready. And for the amount you promised Johnny, he best jump when I say jump. So yeah, as soon as Lou gives the word, we're ready. Gut, ich bin bereit. All right, go meet up with Lou at the vault entrance. See if he needs any help. The rest of us will head out in a bit. Then we'll do this thing. You dig? Alles klar. Komm schon, 76. Du packst das. Und jetzt raus mit dir und ran an die Arbeit. Kriegen wir ihn, denke ich. So, genau. Die ist fehlgeschlagen. Levs Grüße aus Moskau. Keine Liebesgrüße. Na dann. Da haben wir noch gar nichts in der Ecke. Ich glaube, das Gruselhaus ist gar nicht mal so schlecht. Von da aus dann los. Hallöchen. Da ist einiges los hier, sehe ich gerade. Da haben wir noch einen kritischen. So, das war's mit euch, Ghoulen. Hat denn jemand was Interessantes für mich? Irgendwas Tolles? Dann passt da. Was ist das? Munition? Ein MG, das wir dann zerlegen können. Hm? Ach, der wahrscheinlich hier von dem Gruselhaus. Ja, ich müsste, oder? Sonst haben wir jetzt, hätten wir es ja wahrscheinlich nicht auf dem Schirm, wenn ich hier noch nicht war. Nicht so gefallen mit deinem Kollegen hier. Nee, triff mal. Der Drogenghoul. Wir haben noch einiges vor uns. Sieht ja nicht so schlecht aus. Gewalt ist unnötig. Beschwerden können per Bewertungskarte eingelegt werden.
Gut, ich habe hier eine Beschwerde. Jawohl, ist unnötig. Beschwerden können per Bewertungskarte rein. Red Rocket Kern, okay. Gamma Kanon. Wieder ein legendärer, der explodiert. Zum Glück war ich jetzt noch nicht so unglaublich weit weg. Wie viel Schrott hatte ich denn dabei? Na, ich glaube gar nicht mal so viel. Aber ja. Sicher ist sicher. Ich glaube, bei dem piept's wohl. Scheinbar hatte ich gar keinen Schrott dabei. Na gut, ich hatte ja genau auch vorher erst... Wunde wurde identifiziert. So, hier gehe ich jetzt mal auf Nummer sicher. Explodierst du oder explodierst du nicht? Weil so ganz gesund sieht das ja nicht aus. Was du da veranstaltest. Du musst halt einfach nur ein paar Kerne sammeln oder so für die Tagesaufgabe. Ja. Ja, da ist schon ein Vault-Eingang. Schau mal einer an. Und wir müssen ja erstmal über die Höhle rein. Aber ich bin echt gespannt, was das wird. Echt gespannt. Haben wir noch so einen Riss? Ah, natürlich. Seid aber normal und keine Königin, ne? Allerdings hätte ich halt auch nichts da, wo ich gerade großartig mit kämpfen könnte gegen euch. Also nichts, was ordentlich Wumms macht. Aber ich denke, wir können uns da einigermaßen dran vorbeischleichen. Oder? Na komm, bringt ja alles nichts. Wie weit ist es denn? Ach so, ein Stück. Okay. Ist dann wohl der Zugang. Oh, zumindest mal ein Schnellreisepunkt. Leider nicht freischalten können von hier aus. Okay, dann zur Höhle. Brandbestie ist jetzt zwar noch unterwegs, aber hey, wird schon werden. Wartet dann wohl da oben. Jo. Cool. Dann Lulululu.
So. Hier 5, 1, 0, 2, 9. Okay. Das ist ja schön, aber muss ich jetzt echt nachgucken. Mick hat mir einen Zettel mit dem Code gegeben. Okay. Mal hin. Vier, fünf, eins, null, zwei, neun. Vier, fünf, eins, null, zwei, neun. Bleib mal länger offen. Als ob ich mich hier einfach so reinstürzen würde. Der geht doch die ganze Zeit drauf, der Charakter. Obwohl, es geht eigentlich. Mittlerweile hat er doch. Hält er ja doch ordentlich was aus. Das passt. Selbst ohne Powerrüstung. Du hast ein Bier gefunden. Oh, ach so, rette. Tu doch was gegen das Vieh. Schläft doch gerade so schön. Wieso bist du gefangen? Ich bin... Wenn ihr Fischer seht, bestellt dem Arsch einen schönen Gruß, okay? Danke. Hat ja ziemlich lang gedauert. Lu, was zur Hölle ist passiert? Alles in Ordnung? Wer hat dir das angetan? Ja, ich bin nur sauer, mehr nicht. Diese verdammten Verräter hätten mich niemals töten können. Dieses Arschloch Lev hat von Anfang an auf mich abgesehen, hat was gegen Ghule. Er hat Fischer, Serge und ein paar andere an Bord, um uns zu sabotieren. Sie haben mich überrascht, als ich die Sprengladungen am Vault angebracht habe. Er muss unseren Plan gekannt haben. Die sind mit dem Zünder abgehauen und haben mich zurückgelassen. War aber nichts. Ihr seid gekommen, noch bevor ihre Betäubung bei unserem Freund da nachlässt. Können wir das nicht ohne den Zünder machen? Nee, die Ladungen müssen gleichzeitig hochgehen. Und wir müssen in sicherer Entfernung sein. Wir brauchen unbedingt diesen Zünder. Er ist Lev und warum sollte er das tun? Er ist nur ein Sowjetschläger. Hat sich uns mit seinen Leuten vor einer Weile angeschlossen. Du hast ihn vielleicht schon beim Crater Corps gesehen. Hat sich als Max Nummer 2 gefühlt. Aber das sieht sie, glaube ich, etwas anders. Keine Ahnung, warum er das getan hat. Vielleicht hasst er Ghule. Oder den Rest von Max Bande. Oder beides. Ich frage ihn nächstes Mal, wenn er mich töten will. Fischer, war er nicht mit dir befreundet? Er und Lev sind alte Freunde.
Könnte natürlich sein, weil ich mit Fischer gesprochen habe, nachdem er mich verfolgt hatte. Obwohl ich das nicht wollte. Ich habe ein paar falsche Dinge gesagt. Ich habe doch gewusst, dass er ein Verräter ist. Also, was machen wir jetzt? Tja, wenn ihr in diesen Vault rein wollt, brauchen wir den Zünder zurück. Dazu brauchen wir Lev. Aber eins nach dem anderen. Du musst Meg Bescheid sagen. Sie muss ihnen ein Team hinterher schicken. Nur zu. Ich komm schon klar. Diese Idioten kommen nicht wie... Hat's ja richtig gelohnt, ihn hinzukommen. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Wen ich ihm hinterher? Will ich schon wieder schnell reisen. Jetzt schon wieder Zeit darauf für drauf. Ah, da haben wir den Eingang. Die gute Vault 79. Zack, genau. Dich wollte ich noch verwerten. Sehr nett. Komm, sollen wir das Terminal reinhacken? Betriebssicherheit. Zwei Protokolle. In Ordnung. Ja, dann reisen wir halt nochmal hin und her. Also nochmal zurück zu den Raidern. Aber gut, wie gesagt, wir haben jetzt ja die Schnellreisepunkte da. Kostet jetzt halt ein bisschen Geld, aber Geld haben wir mittlerweile auch mehr als genug. Von daher sollte das ja ganz gut passen. Okay, nee, war nur lange Ladezeit. Das war vielleicht auch auf die Server zurückzuführen. Ein VIP. Vielleicht macht er auch gerade diese oder die Vorbereitungsquests, man weiß es ja nicht. Das kann natürlich auch sein. So, packen wir noch gerade schnell den Schrott weg. Ich habe schlechte Nachrichten. Ob du's hatte schon gehofft, dich zu treffen. Irgendwas ist dir faul. Hast du eine Ahnung, wo Lev steckt? Das wollte ich dir auch gerade fragen. Würde ich fragen, wenn ich selbst wüsste? Mir fällt gerade auf, nicht nur er ist weg, sondern auch Fischer, Serge und ein paar andere. Waffen und Vorräte sind auch verschwunden. Wir scheinen hier ein paar Abtrünnige zu haben. Warum sollten Lev und die anderen abtrünnig werden? Lev und ich sind nicht immer einer Meinung. Wollte ständig von mir wissen, warum ich die ganzen Freaks und Sonderlinge rekrutiere. Seine Worte, nicht meine. Ihm fliegen alle Sicherungen raus, wenn Leute anders sind. Dabei sind die Sonderlinge, wie er sie nennt, unsere Besten. Wenn wir Leute wie Gale und Lou rausschmeißen, können wir den Vault-Überfall gleich knicken. Die sind wertvoll, gerade weil sie so anders sind. Er ist mit ein paar von meinen Leuten abgehauen, genau wie ich damals mit den Knallharten. Glaub mir, die Ironie ist mir bewusst. Meinst du, jemand anderes hier arbeitet noch für Lev? Kein Zweifel.
Jemand wie Lev ist nicht so blöd, irgendwas dem Zufall zu überlassen. Er hat hier garantiert einen Spitzel, der uns ausspionieren soll. Die Frage ist nur, wen? Lass uns einen Suchtrupp zusammenstellen und sie finden. Nee, zu riskant. Müssen cool bleiben, 7-6. Lev, der Mistkerl, ist verdammt gerissen. Genau das erwartet er aber von mir. Weißt du, womit er auf keinen Fall rechnen wird? Du, ihr 76er spielt nach anderen Regeln und ich weiß, du hast es drauf. Deswegen traue ich dir auch zu, dass du die Suche alleine hinkriegst. Wo finden wir sie? Oder wie finden wir sie? Ich verwette meinen Arsch darauf, dass Lev irgendeinen Trottel zurückgelassen hat, der ihm melden soll, wenn wir was gegen ihn planen. Ich habe mich umgehört. Kurz bevor er abgehauen ist, hat Lev anscheinend mit Creed, Axel und Barb geredet. Einer von denen muss es sein. Das Problem ist nur, dass die alle auf ihre Weise lügen. Musst dich geschickt anstellen, wenn du was aus denen rauskriegen willst. Was ist mit Barb? Ich mag Barb, aber die denkt nur an sich selbst. Sie lügt, um ihren eigenen Arsch zu retten. Aber sieht's gern, wenn anderen Ungnade fallen. Die plaudert, wenn sie weiß, dass jemand schuldig ist. Was gibt's über Axel zu berichten? Ist in Ordnung. Scheint ehrlich zu sein. Außer er beschützt jemanden, den er gern hat. Du musst damit rechnen, dass er für andere lügt und den Kopf hinhält. Was kannst du mir über Creed erzählen? Creed lügt zwar gut, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Knickt schnell ein. Wenn du ihn unter Druck setzt, knickt er irgendwann ein und rückt mit der Wahrheit raus. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Du kannst mit dem Spitzel machen, was du für angemessen hältst. Aber pass bloß auf, dass du den richtigen hast. Und erst dann, wenn er oder sie Lev verpfiffen hat. Und wenn du gar nichts rausfindest, dann red mit Molly, der Barkeeperin. Sie sieht und hört alles. Sie ist zuverlässig und vertrauenswürdig, aber vielleicht nicht billig. Solltest also nur im Notfall zu ihr gehen. Viel Glück. Okay. Wir haben ja Geld. Ich habe gerade keine Zeit für dich, 7-6. Ich weiß, du kommst damit auch allein klar. Ja. Nun gut, haben wir hier jemanden? Genau, da unten ist... Oder ist es die Barkeeperin? Schau mal, wer hier unten ist. Es wird Zeit, den Siedlern einen Besuch abzustatten. Die vermissen mich bestimmt schon. Das ist Barb. Hi. Ja? Was denn? Ich hab dich mit Mac reden hören, also beantworte ich deine Fragen. Ich tue alles, damit ich dich schnell loswerde. Hab nichts zu verbergen. Okay, was kannst du mir über dich erzählen? Echte Ich liebe lange Wanderungen in der Natur. Und ich hasse Arschlöcher wie dich, die rumschnüffeln. Was weißt du über Axel? Viel. Wir steigen ja in die Kiste. Er ist wie ein Welpe, der glaubt, er könnte alle beschützen, aber er ist nicht so mutig und zäh, wie er denkt. Ist nicht meine Schuld, dass sie nicht hören wollten. Er versucht, alle zu beschützen? Was soll das bedeuten? Okay, dann nenne ich dir ein Beispiel. Serge hat Axels besten Freund Creed beim Kartenspielen beim Mogeln erwischt. Als es unschön wurde, sagte Axel, er hätte Creed das zusätzliche Ast zugesteckt. Creed und ich wussten, dass es gelogen war, sagten aber nichts. Jedenfalls hat Serge Axel übel verprügelt. Er hat zwar den Kopf für Creed hingehalten, konnte sich aber selbst nicht retten. Angeblich arbeitet er für Lev, was meinst du? Was? Axel? Der doch nicht. Lev weiß, dass Axel nur bellt, aber nicht beißt. Er würde Axel nichts Wichtiges anvertrauen. Genug von Axel geredet. Gut, denn ich will dir auch gar nichts mehr von ihm erzählen. Was kannst du mir über Creed erzählen? Du willst mehr über meinen Bruder wissen? Creed ist ein Feigling, seit jeher. Warum nennst du ihn einen Feigling? Weil es stimmt. Letzte Woche hat er Cams aus Iris Laden geklaut. Statt den Mund zu halten oder es auf jemand anderen zu schieben, hat er gestanden, als Iris gefragt hat. Nach dem dritten Mal. Bist du's gewesen? Nein. Bist du's gewesen? Nein.
bist du's gewesen. Ja. Natürlich lief es nicht ganz so. Hätte es aber können. Was für ein Idiot. Jetzt zahlt er ihr alles zurück und so. Ich glaube, da haben wir echt die besten Chancen, da was rauszukriegen. Glaubst du, er arbeitet für Lev? Oh, bestimmt. Nur weil er mein Bruder ist, heißt das nicht, dass ich seinen Arsch rette, wenn er Scheiße baut. Creed ist ein Feigling, den Lev zwingen kann, alles für ihn zu tun. Ich habe gesehen, wie Creed mit Lev geredet hat, bevor sie verschwunden sind. Er muss derjenige sein, den du suchst. Oder du willst es halt irgendwie, ist halt den Verdacht von dir weglenken. Klingt, als würdest du deinen Bruder nicht besonders mögen. Er hat mir geholfen zu überleben, als unsere Eltern gestorben sind. Aber er war schon immer ein Versager. Er rennt immer weg, steht nie für sich ein. Er bringt uns öfter in Schwierigkeiten, als er uns rausholt. Wir sind Raider aus dem Ödland, aber er weigert sich bei Überfällen mitzumachen, weil er Angst hat. Er ist halt ein Versager. Über Creed habe ich genug gehört. Gut, ich hasse es, über ihn zu reden. Du arbeitest doch für Lev. Verflucht, wieso denkst du das? Ich sollte die anderen befragen, falls ich falsch liege. Lauf nicht weg, sonst ändere ich meine Meinung. Ich würde nur gehen, wenn ich schuldig wäre. Wenn du einen Verräter suchst, warum fragst du nicht Creed? Okay. Die anderen scheinen dann draußen zu sein irgendwo. Aber wie gesagt, es klingt halt echt, als wären wir bei Creed gerade die besten Chancen. Ich nehme mir gern, was mir nicht gehört. Reist. Na, gucken wir mal jetzt hier zuerst, über den Weg läuft. Hier scheint wohl... Ah, das ist sogar Creed. Guck mal, sehr schön. Naja, dann werden wir in der nächsten Folge mal mit dir reden. Mal gucken, was du zu erzählen hast. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.